ein neuer Stream. Schon angekündigt. Diesmal machen wir die Lautstärke was kaputt. Ups. Ich hatte Spotify noch schon laut gestellt. Aber ich fange jetzt schon mal an. Eigentlich in 2 oder 3 Minuten, je nachdem nach welcher Uhr ich jetzt gehe, aber. Ja. Wie geht's euch denn? So. Hattet ihr einen angenehmen Tag? Oder ist irgendetwas nicht nach Plan gegangen? Hört ihr mich überhaupt? Wäre blöd, wenn nicht. Okay. Ja, hi. Ich habe ja für diesmal auf meinem Discord-Server. Dafür auch nur von gleichen Discord in Chat oder Link auf meinem Channel. Da habe ich ja nach Themen gefragt. So. Das erste Thema kam von Fotoy rein. Nämlich Haustiere. Gut. Er hat dazu jetzt nicht noch weiteres geschrieben. Sondern halt einfach nur Talk über Haustiere. Gut. Was soll ich dazu sagen? Also ich habe Meerschweinchen. Momentan nur. Warum leckt es jetzt auf einmal so stark? Oder warte, nee, das ist nicht das richtige Orgel. Davon habe ich nichts mehr. Ja, wie gesagt, ich habe Meerschweinchen momentan 2 und da gleich auch, das sind ja die letzten. Danach gibt es keine weiteren mehr. Weil Haustiere sind ja auch förmlich in der Arbeit. Und dann komme ich. Ich habe keine Angst. Ja, ich erinnere mich nicht mehr, was ich im letzten Stream so gemacht habe. Ups. Ja. Ich meine, Haustiere sind ja auch Arbeit. Ich habe doch eine Axt. Na egal, aber die hat nicht mehr viel Haltbarkeit, von daher hat sich doch gelohnt. Und viel Arbeit. Und gerade als Kind, jetzt möchte man ja nicht unbedingt diesen Arbeit. Was macht man also, wenn man doch Haustiere möchte? Weil Eltern klagen ja immer, ja, aber wenn wir uns irgendein Tier anschaffen, dann musst du dich auch drum kümmern. Ganz klar, man kümmert sich vielleicht gar eine Woche so richtig drum und danach fällt das Ganze wieder auf die Eltern ab. Wilde Facecam, ja. Das ist so ein Ding. Meine Eltern haben was dagegen, wenn ich mich hier zeigen würde und ich bin mir dann selber nicht ganz sicher. Na? Ursprünglich hatte ich vor, das Ganze anders zu lösen. Ich meine, okay, ich könnte das einfach aus dem Layout rausnehmen. Geht auch. Ursprünglich wollte ich noch ein VTuber-Ding machen, aber da habe ich nicht ein volles für Linux gefunden.
Und ich meine, ich weiß nicht, wie das Tracking so mit diesem Laptop hier funktioniert. Ich meine, zum Beispiel erzählt deinen Eltern davon, was man im Internet macht. Meine Angst wäre teilweise dann auch, dass das irgendwann förmlich ans Licht kommt. Weil, naja. Von daher. Aber ich meine, ich kann natürlich nicht alles, was ich mache. Das Ding ist, wenn ich jemand fiese. So, da sage ich natürlich niemanden der vorher Bescheid. Und ich meine, habe ich auch förmlich eine, ja, Absprechung, so, dass, ja, meine Eltern jetzt nicht auf Twitter gucken, was ich mache. Ich meine, das Ding ist, man kann es nie wissen. Man kann es nie wissen. Naja, was meine Eltern jedenfalls doch tun, da komme ich wieder zurück zum Thema, ist nicht um die Meerschweinchen kümmern, weil der kleinere Jan, der wollte ja mal Meerschweinchen haben. Also gab es dann diese typische Absprechung, nur ja, aber dann musst du dich auch drum kümmern. Und wie so häufig, glaube ich mal, geht das dann natürlich so aus, dass vielleicht am Anfang funktioniert und danach nicht mehr. Na, war es noch in dem Fall. Ja gut, ich meine, man kann es nie wissen, wer nicht was anguckt, logischerweise. Ne? Und ich meine, das ist ja auch nicht das Schlechteste, finde ich. Und ich meine, hätten meine Eltern jetzt was dagegen? Ja, hätten die vielleicht irgendeinen Tweet gesehen und hätten was dagegen. Dann hätte ich das schon längst mitbekommen. Von daher scheint das alles okay zu sein. Und für manche Dinge habe ich ja dann auch noch den auf privat gestellten Account. Nein, die nicht nach 2 Jahren, teilweise, je nachdem, aber eigentlich nicht. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass die meisten so, ja, um die 4 oder so wurden. Eins aber halt auch schon viel älter. Das Problem bei denen ist halt, wenn die jetzt zum Beispiel irgendeinen Tumor haben, das bemerkst du erstmal nicht. Ich meine, ja, wenn man die jetzt immer rausnimmt und genau abtastet, dann natürlich, aber sonst bemerkt man es erst, wenn es zu spät ist. Meine Erfahrung. Und dann ist halt auch noch die Geschichte, was kann jetzt ein Tierarzt da groß machen? Weil ich meine, die sind nicht besonders groß. Und wenn da jetzt irgendein Tumor ist, der aber dennoch recht groß ist, so, was will man da genau, so, was will man da so tun? Ich meine, hier ist der Baum. Hab mich schon gewundert, was machen die Ranken da?
Ja, genau, Kometro. Nur solche Sonderfälle, gleich mal, gibt es noch. Und es gibt immer irgendwelche, die ja auf der Reihe zanken und älter werden oder welche, die unerwartet sterben. Das hatte ich auch schon mal, leider. Ich habe deinen Stream auch reingeguckt und Lena Strand, also typischer Mädchenname, ist da schon angebracht. Ja. Generell Haustiere würde ich mir später nochmal irgendein Haustier anschaffen. Ich weiß, ja, ich frag nicht, weil das ist dann natürlich, wenn ich halt ja mein eigenes Tier habe und auch nicht mehr hier wohne, wo ich dann eventuell mal sagen kann, wenn ich irgendwas anderes vorhabe, so, ob ich mich da irgendwie anders drum kümmern kann und so. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mir da noch ein Tier anschaffen würde. Und wenn, dann was für ein Tier, ja? Weil, so wie Haustiere auch sind, sie machen dann natürlich auch eine Menge Arbeit. Sie brauchen Pflege, logischerweise, weil Lebewesen, kein Roboter, den man mal so hinstellt. Und wenn der dann halt mal kaputt geht, gut, dann tauscht man das Teil auf oder. Startet, oder wenn jemand nicht funktioniert, dann startet man ihn halt nochmal neu oder so. Geht ja nicht. Das ist ein Leben, das ist ein lebendes Wesen. Man braucht natürlich auch Führungsmarke. Oh Wunder. Und dann ist natürlich auch die Knarre. Haustiere haben auch kein unendlich langes Leben. Auch wenn die Lebenserwartung recht hoch ist. Ich glaube, gerade dann wird mich ziemlich verletzen, wenn die dann sterben. Ja, weil stell dir mal vor, dann war kein Mensch, aber dennoch, du verbringst da mit einem Wesen, mit einem Tier, was auch eine ja, eigene Persönlichkeit in Teilen hat, viele Jahre deines Lebens und auf einmal stirbt. So, das ist. Dann natürlich schon Ding, ja. Von daher würde ich sagen, ich würde mir jetzt nicht unbedingt nochmal Haustiere anschaffen. Ich meine, man kann über alles dann nochmal nachdenken. Ich weiß gar nicht, in welcher Situation ich wann schneiden werde, ja. Kann sein, dass mich dann alles so geändert hat, dass ich sagen würde, ja, ein Tier würde ich mir anschaffen, aber ich meine, ich werde voraussichtlich, ich meine, mein Lebensplan sieht momentan so aus. Erst einmal den Abschluss jetzt schaffen, hoffentlich mit der Qualifikation für die Oberstufe. Dann Oberstufe schaffen. Nur, weil Abitur wäre schon ganz nett. Und dann wahlweise, da bin ich halt noch am Überlegen, wahlweise eine Ausbildung machen oder studieren. Okay, nee, erstmal danach würde ich erstmal ein bisschen reisen und erst ein bisschen, ja gut, einen kleinen Urlaub machen und dann mit dem Studium oder mit der Ausbildung anfangen. Und irgendwann habe ich dann natürlich ein. Hallo, Appetit, willkommen im Stream. Habe ich dann natürlich einen Job. Bedeutet, wenn ich dann noch gleich ein Tier habe, muss ich mich dann um mehrere Dinge gleichzeitig kümmern. Ich habe meinen Job, den muss ich vernünftig erledigen, klar. Und ich habe dann noch das Tier. Und das muss ich mich kümmern, weil ansonsten stirbt. Logisch.
Und ich meine, das Leben besteht ja auch nicht nur aus Job oder Ausbildung oder Studium. Das Leben besteht halt nicht nur darauf, das Leben besteht auch aus irgendeiner Freizeit, mit der man irgendwas anfangen kann, irgendwelchen Aktivitäten nach den Arbeitszeiten so. Und ich meine, okay, ich kann auf ja, Videospiele verzichten, um dann, keine Ahnung, mit dem Hund rauszugehen, logischerweise, ne? Aber vielleicht mache ich dann ja noch irgendwas anderes, wo ich sage, da würde ich ungern drauf verzichten. Ja. Und dann wäre das natürlich ungünstig, wenn ich dann dennoch darauf irgendwie verzichten müsste. So, das Tier kann ich ja nicht abschalten. So, keine Ahnung, meine Mama hat irgendeinen Roboter. Und man möchte den nicht unbeaufsichtigt in der Wohnung lassen. Keine Ahnung, möchte man halt einfach nicht. Dann schaltet man den aus. Oder packt den irgendwo hin, wo er keinen Schaden anrichten kann. So. Nehme ich mal als Beispiel. Ich meine, Staubsaugerroboter zum Beispiel richtet jetzt, glaube ich, keinen besonderen Schaden an. Aber ich meine jetzt eher so verglichen mit einem Haustier. Ja, nicht liebe, wie du denkst. Ah ja. Das Haustier kann ich nicht abschalten. Ich könnte mal sagen, ja, aber kann ich ja das Tier irgendwo abgeben. Keine Ahnung. Vielleicht, ich weiß gar nicht, wo ich später leben werde, aber mal angenommen, ich lebe noch in der gleichen Stadt oder halt in der Nähe von meinen Eltern. Dann könnte man natürlich auch sagen, nur ja, gib das Tier doch bei den Eltern ab. So, gib den Hund doch bei den Eltern ab, die können sich dann darum kümmern, während du weg bist. So, keine Ahnung, du hast dich mit Leuten verabredet, du möchtest mit denen ins Freibad gehen. Dann geh ins Freibad. Und gib währenddessen das Tier, was du nicht unbeaufsichtigt lassen möchtest, bei den Eltern ab, wird schon klappen. So. Kann man sagen, kann man auch machen, aber ich glaube nicht, dass das nur auf Dauer wirklich eine gute Lösung wäre. Vor allem Eltern, die denn nicht bewundern, sind auch Menschen, meine Eltern sind Menschen, hä? Und haben natürlich ihre eigenen Verpflichtungen und ihre eigene Freiheit. Ich baue ja einfach einen riesen Turm, ne? Bis zur maximalen Bauhöhe. Nicht wundern, was das wird. Und was ich damit den ganzen Raum mache, keine Ahnung. Aber ich möchte einen hohen Turm bauen. Und die haben halt auch ihre eigenen Verpflichtungen, die haben auch ihre eigene Freizeit. Möchten das halt natürlich auch nicht unbedingt für das Tier des Kindes opfern. So. Und das geht natürlich auch nicht immer. Ja. Mal angenommen, ich gehe jetzt, naja, so extrem muss es nicht sein, aber mal angenommen, ich gehe jetzt nach Berlin. Warum auch immer. Keine Ahnung, ich habe in Berlin Arbeit gefunden, ich habe in Berlin einen Partner oder eine Partnerin gefunden, mit dem oder der ich dann zusammen ski und dann halt nach Berlin. So, ne? Mal angenommen, ich lande da halt einfach irgendwie. Ich bin keine weiteren letzten Dinge, weil ich habe nur drei. Ich kann jetzt nicht unbedingt von Berlin gleich mal. Ich muss halt irgendeine Stadt nehmen, die weiter entfernt ist. So. Ich kann jetzt nicht unbedingt von Berlin wieder zurück nach Stadt in Nordrhein-Westfalen. Vielleicht nicht, wo ich wohne. Vielleicht nicht. Ich meine, okay, wenn ich nur sage, in welcher Stadt ich wohne, veröffentliche ich damit nicht meine Adresse, aber dennoch möchte ich das halt nicht, ne? Weil. Ne, ich würde mich dann trotzdem unwohl fühlen und ich meine, angenommen, ich bin dann mal irgendwo draußen, warum auch immer,
bin ich fast nie, aber mal angenommen, ich bin dann irgendwie in der Innenstadt. Okay, Corona spielt jetzt dagegen, aber mal angenommen, es gäbe Corona nicht oder es wäre nicht mehr so schlimm. Und dann wird mich jemand deine Stimme erkennen oder so. Ne? Nee, ist auch ein Grund, warum ich mich warum ich momentan keine Facecam nutze. Ich will schon drauf gehen, ja. Aber ich kann halt nicht mal eben so von Berlin oder, keine Ahnung, von München. Ich meine, nach München fliege ich mit Sicherheit nicht, das ist super teuer, da zu wohnen, aber, ne. Ich hole jetzt einfach irgendwo ins Land und erkunde die Welt. Und entdecke so etwas. Irgendwie ein ganz alter Name aufgeht. Ah, komm jetzt hoch. Ja, wie gesagt, von Berlin nach Stadt in NRW. Mal eben. Geht nicht. Von daher, das Tier braucht dann halt irgendeine Betreuung. Wäre jetzt bei Meerschweinchen gleich mal ein Beispiel nicht so tragisch. So. Da kann ich dann auch theoretisch sagen, so. Hallo Stein? Nein, ich kann nicht sagen, hallo Stein. Und dann gut, ich fütter die, ich gebe denen auch gleich ein Wasser, das mache ich dann einmal am Morgen, bevor ich zur Arbeit gehe, dann gehe ich zur Arbeit oder in die Uni oder wohin auch immer, ne, gehe ich halt weg, komm dann wieder nach einer Zeit und fütter die wieder und so, aber ne, das wird einen dann dennoch ja einschränken. Mal angenommen, ich verabrede mich dann vorher noch mit Freunden und sag dann aber so, ja, ich muss jetzt früher gehen, ich muss die Tiere füttern. So. Ja, wow. Ich würde mich dann schon wieder in der Freizeit einschränken. Und okay, einen Hund, den kann ich dann einfach holen. So. Ja, ich verabrede mich mit Freunden, vorher gehe ich dann aber noch nach Hause, ne? Oder ja, hol den Hund, der dann hoffentlich nicht die ganze Wohnung demoliert hat. Je nachdem, ich meine, kann alles passieren. Da war ein Eichhörnchen am Fenster. Ups, jetzt die ganze Deko von der Fensterbank gefallen. So. Er würde freiwillig in Bayern wohnen. Frankfurt. Okay, nee, der wurde da geboren. Und ja, ich weiß, Fußball wird eigentlich anders ausgesprochen, ne, aber fällt mir leichter. Von daher. Von daher würde ich sagen, Haustiere nicht unbedingt. Ich meine, okay. Mal angenommen, ob es dazu kommt, keine Ahnung. Nee, da meine Chancen eher schlecht, aber naja. Mein Partner oder meine Partnerin wird dann sagen, ich hätte gern einen Hund oder eine Katze. So. Okay, dann würde ich mir das anders überlegen. Dann bin ich aber nicht der Einzige, dem das Haustier gehört, mir hat der sich um das Haustier kümmert. Und das ist dann halt nicht mehr 100% meine Verpflichtung. Ja. Nicht mehr 100%. Ich könnte einfach eine Schaufel machen. Nüssland und Kies holen, weil ich möchte auch noch was mit Beton machen. Und ich meine, okay, dann ist die Frage, mal angenommen, man trennt nicht. Wem gehört dann das Tier? Weil ich meine, okay,
Ich würde dann halt einmal noch sagen, tendenziell der Person, die halt auf die Idee kam, Schaden zu schaffen. Wenn dann jetzt mein Freund oder meine Freundin dann nicht die Tier anschafft oder die Tier bereits hat, so, dann ist es natürlich das Tier von dieser Person. Oh Wunder. Ne? Und ich meine, ja, das tut dann vielleicht weh, wenn einem das Tier selber ans Herz gewachsen ist und so, aber dennoch. Ich würde da jetzt nicht so eher ausrasten oder ähnliches, würde ich generell nicht. Aber ansonsten, oder okay, Kinder, kann man nicht in Zukunft denken, Kinder. Wenn die Kinder dann sagen so, ja, ich hätte gern dieses Tier und ich würde mich auch darum kümmern, dann weiß ich, wie das enden wird. Man kauft das Tier und die werden sich für eine Woche drum kümmern danach. Na, übrigens wie bei mir dann vermutlich. Weil Kinder nur mal nimmt, glaube ich. Ich schätze Kinder nur ein. Kometros Vater hat früher seinen Hund überall mitgenommen ohne Leine. Ja, ich meine, das Ding ist, ein Tier braucht ja auch eine gewisse Bewegungsfreiheit. Und ich meine, wenn der Hund ordentlich, ja, sich ordentlich benimmt und das jetzt kein Ort ist, wo dann extra steht, Hunde bitte anleinen, dann ist das ja auch in Ordnung. In Vorlesung, in Park. Okay, dann ist es nicht in Ordnung. Wer nimmt sich einen Hund mit in eine Vorlesung? Das hält er gerne. Na gut, ich meine. Wer kommt auf die Idee? So, ach, eine Vorlesung. Ja, ich nehme meinen Hund mit. Das Ding ist, allein die Blicke von den anderen würden mich dann schon dazu bringen, dieses Tier nicht mitzunehmen. Allein der Gedanke daran, wie die anderen Leute da reagieren müssten. So, dann kommt noch dazu, mein Hund. Ist auch nicht immer ganz lautlos, wie gesagt, da am Fenster waren Eichhörnchen. Oder da waren Postbote. Oder war halt irgendwas, was dem Hund nicht gepasst hat. So. In der Vorlesung, ein bellenden Hund. Nein. Von daher gleich, ja, das Tier muss irgendwo untergebracht werden, wenn es zum Beispiel ein Hund ist. Wie wird das jeder geduldet? Ja, ich meine. Gewusst Glück gehabt, würde ich sagen, aber ich finde schon, dass ich das nicht wirklich gehört. Ja, gut, es kommt auch noch auf das Tier selber an. Sehr lieber Hund, nur gut. Aber dennoch halte ich das nicht für die beste Idee. Das war's. Ich habe keine Knochen. Ah, doch, fünf. Das ist auch ein sehr lieber Hund. Ich hoffe, den verliere ich nicht, weil der sich einfach nicht teleportieren möchte. Wow. Wow. Firefox deinstalliert, würde ich mal sagen. Bitte nicht auf meinem Laptop, danke. Da brauche ich den Browser noch. Wobei, Firefox, okay, da. Firefox, das Paket mit dem Namen Firefox kann ich ja gerne deinstallieren, weil der normale Firefox auf dem Rechner nicht vernünftig läuft. Aber Firefox Developer Edition und Nightly laufen. Warum auch immer, aber ja. Ah, den habe ich schon. Jetzt habe ich hier Hunde, die ich nicht mit in Vorlesungen nehme. Gut.
Aber ich glaube, das reicht jetzt noch zum Thema Haustiere, weil ich würde da mich einfach immer im Kreis drehen und immer wieder dasselbe sagen. Das nächste Thema kam von Cometro und gute Filme war das, glaube ich. Da ich das ja an dem Laptop mache, habe ich hier das gerade nicht vor mir, aber ich habe gerade hier auf den Discord geguckt, von daher. Der Hund, der. Cometro hat noch geschrieben zu dem Thema Hund, zum Thema Haustiere. Der Hund, den er später hatte, hat immer türkisch/südländisch aussehende Personen einfach nur angeknurrt. Okay. Ich meine, das Ding ist, einem Hund, einem Tier, kann man jetzt keinen Rassismus vorwerfen. Okay, auf Twitter kann das mit Sicherheit irgendwer, aber, ne? Eigentlich nicht. Höchstens dem Alter. Oder halt allgemein, weil, ich meine, man kann halt, natürlich verschieden. Ich bin kein Hundeexperte, ich habe keinen Hund, so, ne? Aber man kann natürlich, das Verhalten von einem Hund kann natürlich durch den Halter, ja, beeinflusst werden oder durch irgendwelche eigenen Erfahrungen oder halt einfach, weil die Person dem Hund nicht gepasst hat oder was noch immer. Aber ich parkiere die einfach alle mal hier, bevor die verloren gehen. Die alle, da ist noch einer. Warte, habe ich den Knochen für den Turm? Nein. Ich wollte eher einen Schlag schmelzen. Gut, Filme. Ich bin eigentlich nicht die richtige Person, um über Filme zu reden. Muss mich ganz ehrlich sagen, der sind andere besser geeignet, weil ich meine, ich sage nicht, ich interessiere mich nicht für Filme, ich interessiere mich schon für Filme, aber ich gucke mir dennoch recht selten Filme an. So, ne? Ich meine, ich könnte jetzt einfach auf, nicht jetzt, weil im Stream, ne? Aber ich könnte ansonsten einfach auf Netflix gehen und mir irgendwas angucken. Aber keine Schleichwerbung, ich bin hier nicht gesponsert, also nein. Dass ich jetzt eine Streaming-Plattform erwähnt habe. Naja. Gute, vor allem gute Filme. Kommt, das ist natürlich wieder Geschmackssache. Es gibt keinen Film, würde ich mal sagen, wo man sagt, wo wirklich jeder sagt, der ist jetzt gut. Ja. In jedem Film gibt es, wie vor jeder anderen Kunst, weil ich meine, es ist Kunst. Und für jeder anderen Sache allgemein, Leute, die sagen, boah, nee, gefällt mir überhaupt nicht. Und Leute, die sagen, wow, eines der besten Dinge, die ich je gesehen habe. Dann hängt das, weil Geschmackssache und. Vor allem, man kann ja nicht alle Filme, die jemals existiert haben, geguckt haben. Geht einfach nicht. Und ich könnte jetzt ja auch nicht jeden Film auflisten, den ich jemals geguckt habe, in irgendeiner Form oder den ich angefangen habe zu gucken. Keine Ahnung, in der Schule mal kurz einen Ausschnitt gesehen habe oder so. Kann ich einfach nicht. Ja. Von daher ist das so ein Thema. Aber, genau, Film und Geschmackssache, dazu gar nicht was erzählen. Nämlich, ich finde, ich meine, kann ich sagen, ich finde, dass Matrix ein guter Film ist. Meine Eltern wiederum sind der anderer Meinung. Während ich da, ja, vor allem begeistert vom Fernseher, gleich mal, dass jeder nur mit tausend Fragezeichen. Mit tausend Fragezeichen. Mein Mund ist trocken, ich glaube, ich sollte mal was trinken, bevor ich hier weiterrede und plötzlich wieder aufhören zu reden und dann nicht weiterführe, weil mein Mund so trocken ist. Ja, darauf. Kannst du ja warten. Dafür braucht man ja auch gewisse,
Da ist eine Höhle, die habe ich nie bemerkt. Dafür brauchen wir auch verschiedene Voraussetzungen. Aber ich meine, wenn ich knapp, dann ne, mach. Mich würde freuen. Dinge. Ich gucke halt nicht wahnsinnig viele Filme, weil ich weiß halt nicht so. Ich meine, ich mache ja alles Mögliche, andere, ich streame. In der Zeit könnte ich auch einen Film gucken, klar. Aber irgendwie denke ich daran nie. Oder habt man eine Situation, wo ich auf der einen Seite Lust drauf habe, mir einen Film anzugucken, aber auf der anderen Seite so gar nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ihr habt auf der einen Seite Luft auf irgendetwas, aber gleichzeitig gar nicht. Ganz komisch, das widerspricht mich, aber ja. Ich gucke viel öfter Serien, ja. Dinge, was ich so gucke, außerhalb von YouTube oder auch teilweise auf YouTube, aber meistens über irgendwelche Mediatheken oder über Netflix halt, ne? Mit irgendwelche Doku rein, irgendwas. Und was ich auch nicht was mache ich eigentlich da? Ich habe. Warte, wie heißt die neue Version? Roughly Enough Items? Es gibt da viele Mods, die das gleiche tun, für verschiedene Minecraft-Versionen mit ähnlichen Namen, von daher muss ich da nachdenken. Aber ansonsten könnte ich nachgucken, was ich da craften kann. Packe ich das nächste Mal hier mal mit rein. Habe ich vergessen. Was ich mir nicht angucke. Meistens, zumindest wenn ich jetzt irgendwas zum Beispiel über Netflix angucke, wenn ich jetzt mir irgendwo nicht kaufe und man halt einfach mein ja, Streaming-Abo nutze, weil ich meine, da gebe ich ja nicht für den einzelnen Film oder für die einzelne Serie jetzt Geld auf. Ich gucke mir nicht unbedingt irische Bewertungen an. Ich gucke mir jetzt nicht an, wie wurde diese Serie bewertet. Ich meine, ich mache mir ein eigenes Bild davon. Weil ansonsten könnte ich auch was verpassen, weil wie gesagt, Geschmackssache. Aber Filme, guckt ihr, ich meine, okay, im Moment, Kino ist nicht nur, ne, aber ansonsten, wenn ihr ins Kino geht, guckt ihr euch die Filme in 2D oder 3D an? Oder geht ihr nicht ins Kino, aber dann antwortet nicht, weil dann geht ihr nicht ins Kino. Wäre recht sinnfrei auf diese Frage zu antworten, wenn man nie in ein Kino geht. Ich gehe nur Weihnachten ins Kino, ja. Na gut. Ich meine, Kino ist auch teuer. Das Ding ist, ich ging vor Corona. Ich hoffe, ich darf das Wort sagen. Ja, da habe ich vermutlich gar kein Ding. Vielleicht keine falschen Informationen. Also gibt viel falsche Informationen. Verbreite. Ich war ewig nicht mehr im Kino, aber ich glaube eher 2D. Ja, also mich als kleinen Jan, ich sage immer ein kleiner Jan, nur ich gehe schnell im Kino, jetzt vor allem durch Corona halt gar nicht, weil Kino ist nicht, ne? Aber ansonsten gehe ich eigentlich nie wirklich ins Kino. Aber würde ich jetzt ins Kino gehen? Mal angenommen, Kino ist offen und ich würde sagen, ich gehe jetzt ins Kino. Ich würde mir einen Film in 2D angucken, weil als Kind ist 3D irgendwie voll cool. So, du denkst dir, wow, guck mal, da läuft etwas auf einer Leinwand und ich tauche da so richtig ein und guck mal, da wirft irgendjemand etwas und der Ball jetzt zum Beispiel, der fliegt auf mich direkt zu, dann fühlt mich so an, dann würde direkt auf mich, wenn er nicht vorhat, würde direkt auf mich zufliegen. Wow, cool. Doch die Faszination, die verschwindet wie viele andere derartige Faszinationen. Irgendwann halt einfach, weil es ist nichts mehr Besonderes und ja. Dann kommt bei mir noch dazu,
Ich war letztes Jahr mit meiner Klasse im Phantasialand. Ja, das hat's offen. Und die haben da auch schon 4D-Kino. Ich meine, 4D-Kino. Das ist auch noch eine Geschichte. Ich meine, darüber werde ich jetzt noch reden. Über so etwas. Über solche Trends, solche ganz komischen Dinge. Und 4D-Kinos mit halt 3D-Kinos mit Vibrationen und Wasser, was auf dich gespritzt wird, gegebenenfalls. Und ja, ne, kennt man. Ja, recht unnötigen Attraktionen, ehrlich gesagt. Und da hatte ich den Effekt, ich habe die 3D-Brille aufgesetzt, ich habe auf die Leinwand geguckt und das Bild funktionierte für mich einfach nicht. So, ich bin kein Brillenträger, die haben es ja vielleicht auch nochmal anders, ne? Und meine Sicht ist generell auch recht normal. So, ich würde jetzt nicht sagen, ich bräuchte eine Brille, überhaupt nicht, ne? Ich gehe vieles in der Ferne und vieles im Nahen, also Brille brauche ich definitiv nicht. Aber dieser Effekt hat für mich nicht funktioniert. Er hat für mich einfach nicht funktioniert. Die gleiche Technik, die ich förmlich als kleines Kind so abgefeiert habe, weil das ganz so realistisch und cool aussieht, die hat für mich einfach nicht mal funktioniert. Ja, das jetzt, ganz ehrlich, das lasse ich hier und ich baue hier kein Fenster ein, das ist Stahl. Ich hat so ein Lost Place-Feeling, keine Ahnung. Obwohl ich den Turm nutzen werde für irgendetwas. Ich lege mal den Plan von Kim Dutz vor am Chat. Aber wir machen immer 3D, weil es bei uns, glaube ich, so einen Deal gibt, dass man dann Popcorn dazu kriegt. Okay, dann lohnt sich das, ne? Gut, dann klar. Kennst du diese 4D-Kinos auf dem Jahrmarkt oder so? Ich hasse die, ja. Was? Als ob du genau geschrieben. Warte, als ob ich das genau geschrieben habe, als du das gesagt hast. Da, ja. Was es noch gibt an Kino, was mir gerade eingefällt. Meine Englischlehrerin sagt mir immer, ich sollte ein bisschen langsamer reden. Und sie hat recht. was mir gerade einfiel mit Jahrmarkt. Bei mir gibt es auch immer mal wieder eine Kirmes. Also eigentlich jährlich Kirmes an verschiedenen Orten in der Stadt. Die ja nicht, weil Corona. Glaube ich mal. Und da gibt es so ganz andere Dinge. Da gibt es solche Dinger, die gehen auch von außen aus wie so ein Space Shuttle. Ja, ich glaube, wo in der Art. Irgendwie irgendwas Shuttle, keine Ahnung, Adventure Shuttle oder so, keine Ahnung, derartige Namen haben die halt. So. Prinzip dahinter, du gehst da rein. Wobei ich mach nicht so viel Glasscheiben. Du gehst da rein. Da drin ist eine Leinwand. Und dann wird da irgendein Film mit geringer Auflösung abgespielt, auch nicht in 3D oder so. Aber die ganze Kabine, in der du sitzt, die bewegt sich. Ja. Die Dinger, die mag ich ehrlich gesagt nicht mehr so. Weil, wie gesagt, der kleine Jan fand alles faszinierend. Der jüngere Jan fand alles faszinierend und toll und ach, wie schön und guck mal, das bewegt sich. Ja, das verschwindet irgendwann natürlich. Hier mache ich einfach irgendwie nur etwas. So, da hat das immer noch die Atmosphäre. Ja, die Dinger sind halt so. Du setzt dich da halt rein. Mit anderen Leuten halt, die da auch mitfahren wollen. Dann wird da irgendein Film abgespielt. Zum Beispiel war da irgendwo etwas mit einer Spielfolgautobahn, an das ich mich erinnere. Und das Ding rüttelt und schüttelt dich und knallt dich gegen den Knips und alles. Von der Seite durch die Türen und durch die Ritzen von diesen Klappen da kommt manchmal noch etwas Licht mit rein.
Und das Video ist halt nicht nur nach hochauflösend und alles. Jetzt kann ich hier keine Leiter mehr bauen. Ich habe keinen Kalktouch. Oder ich baue die hier in die Mitte. Ja, gut, ich baue die an meinen die Mitte. Nee. Die finde ich nur noch ätzender als 4D-Kinos. Weil ich meine, 4D-Kinos, so, wow, du hast da ein 3D-Kino und es rüttelt dich manchmal ein wenig und spritzt dir wahrscheinlich nicht. Wow, schön. Mache ich eigentlich mit meinen 8 Diamanten? Ich glaube, ich mache mir damit einen Diamantenspitzhacke, damit ich ein bisschen mehr Obsidian mir holen kann für ein Portal. Dann hole ich mal Lava, ne? Da hinten war ein Lavafall, wenn ich mich erinnere, von daher. Jedenfalls hat halt da in dem einen 4D-Kino den Effekt halt einfach nicht für mich funktioniert. Und ich glaube mal so, mich reizt es nicht mehr so. Aber. Okay, schon gut. Aber. Da ist auch noch eine Struktur. War ich in der schon? Glaube noch nicht. Aber der wird eh nicht sinnvoll drin bleiben. Ja gut, Dorfbewohner, die kann man alle mit Nobel verschleppen. Aber hier in den Kämpfen oder halt Fernland, da ist nie was dran in den Strukturen, was ich eigentlich halt schade finde. Wobei, okay, hier oben schon. Gut, hier oben schon. Yay, Äpfel. Na, den nehme ich jetzt nicht mit. Wird mir gar nicht nur viel. Naja, mir für 3D-Geschichten halt einfach die Faszination weggegangen. Und ich würde jetzt halt einfach irgendeinen Film in 2D angucken und fertig sind. Weil ansonsten war 3D ja generell schon Trend. Irgendwelche 3D-Fernseher oder halt Nintendo 3D. So. Es gab so eine Zeit, da war 3D der neueste Scheiß und dann wollte der kleine Jan, sag ich mal, natürlich auch schon einen Teil haben. Habe ich nie gehabt, aber ne? Und jetzt bin ich froh drüber, weil das hat nicht lange angehalten. Weil ich glaube, da haben die Leute auch irgendwann realisiert, so, eigentlich ist das gar nicht toll. Eigentlich ist das halt einfach nur, naja. Die habe ich nicht geguckt. Steht aber auf meiner Liste von Dingen, die ich mal gucken möchte, die ich irgendwie mal abarbeite. Normalerweise würde ich es so machen. Auf Urlaubsfahrten, wie irgendwelche Geschichten zum Beispiel von Netflix runterzuladen. So, auf mein Tablet. Die dann halt einfach auf der Fahrt zu gucken, weil da geht nicht eh blöd in einem Fahrzeug. Da war ich schon. Da bin ich halt eh nur blöd in einem Fahrzeug und dann kann ich mir auch irgendwelche Filme angucken. Aber den werde ich mir dann wohl auch irgendwann mal angucken, nur dass man nur halt ein Feld, die Art von Urlaub, schön mal die eigene Heimat in irgendeiner Form ja, kennenlernen. Nein, dafür keinen Cobblestone Generator, ich baue ja einfach nur, packe einfach nur ein Loch rein, damit ich das Wasser da wieder rausholen kann und da kann ich nur Cobblestone nach. Ja, das Ding, wo ich kann nicht über Filme nur mitreden, ne? Das Ding. Ich kann da nicht nur mitreden. Brauche ich noch drei nach dem.
Ja, hier irgendwo noch Lava. Lava gesehen, habe ich nirgends gesehen. Ha, gesehen. Und das, nee, das ist eine Struktur und kein Lava Schnee. Die Gegend habe ich ja für mich das letzte Mal erkundet, aber der war halt nicht. Da ist ein Schiffswrack. Lohnt nicht. Nein, hier wird nicht gespoilert. Komm, Metro, wenn er Spoiler schreibt, löschen. Dennoch, ich vielleicht. Ich habe gerade eine Nachricht von der Schule. Sportaufgabenab.pdf hat mein Sportlehrer gerade wo hochgeladen, okay? Guck ich mir jetzt nicht an, ich streame gerade. Und das Wochenende. Ich gehe einfach wieder in die Höhle rein. Was mag's? Hier findet man bestimmt Creeper. Keine Creeper mehr. Ah, das noch Eisen. Mein Sportlehrer hat noch eine PDF-Datei hochgeladen. Ich krieg dennoch die ganzen Benachrichtigungen. Sporttheorie wofür? Lehrplan. Und dass man es noch irgendwie benoten kann. Vor allem für mich wird Sport wegfallen und durch Mathe entlastet werden. Also mein Kurs wird dann halt statt. Mein Mathe-Kurs wird dann statt Mathe. Statt Sport stattfinden. Von daher werde ich da wohl immer nur noch Theorie haben. Naja. Schuljahr dauert eh nicht mehr lang. Irgendwie leider nicht mehr lang, weil hab keinen Bock auf FP. Gut, gibt es jetzt noch irgendetwas, worüber ich persönlich reden möchte? Ich hatte noch ein Thema im Kopf. Dann fällt mir. Warum leckt es nicht rum, Mann? Und dann fällt mir jetzt noch nicht mehr ein. Aber vermutlich fällt mir dann gleich wieder ein. Oder ich finde irgendein neues Thema spontan. Ja, schön. Schlägt wirklich heftig, wow. Ja gut, spiel nicht gleich auch wieder nach Hause, weil es Nacht wird. Ich mit dem Lag nicht irgendwie kämpfen möchte. Also enden. Ja. Ich werde nochmal streamen. Ich weiß nicht, ob ich nächste Woche dann streame oder nicht. Da ist noch eine Truhe, die ich übergehen habe, aber da ist vermutlich nichts drin. Genau. Ich weiß nicht, ob ich dann nächste Woche auch wieder streamen werde oder. Oder nicht. Und ich glaube ja, dass die Schule dazwischen kommt. Und ich würde mal sagen, Schule hat halt immer Vorrang, gerade wenn es um Abschluss geht. Ja. Weil ich kann ja mal über Zukunftspläne reden, wo ich gerade Abschluss angesprochen habe. Und geknackt, da habe ich ja schon zu dem Haustier-Thema geknackt. Das ist nur erstmal mein nächstes Ziel.
Ich meine, man kann sein Leben nicht komplett durchplanen. Geht einfach nicht. Weil ich habe auch mal mit meiner Oma über irgendwas gesprochen. Und ich habe dann förmlich nur erklärt, förmlich nur gesagt. Man hat immer nur, egal was, nur jede Handlung bietet halt förmlich drei oder vier Enden. Da ist ein Babyzombie hinter mir. Irgendwo. Ja. Leckt und ich krieg den. Ich glaube, der kriegt mich eher getötet gleich. Oder die Kollegen von dem. Die Hunde chillen natürlich nur, weil die knipsen. Aber schlafen kann ich gut. Meine Oma versteht halt nicht ganz, warum ich zum Beispiel irgendwie vor der Zukunft Angst habe oder so viel darüber nachdenke. Aber ich lebe so, egal was man tut irgendetwas, man gibt es förmlich drei Enden. Man steht auf einer Weggabelung mit drei Enden. Und hinter der einen findet man einen Abgrund. Mein Sportlehrer hat eine Nachricht geschrieben. Mann, die Benachrichtigung, ich hätte vielleicht mein Handy doch auf lautlos machen sollen während des Streams. Ich wollte mir auch ein neues Schwert machen, ja. Naja, hinter dem einen Weg ist ein Abgrund, hinter dem anderen ist halt einfach gar nichts. Dann ist da ein Weg, hinter dem ist ein 5-Euro-Schein. Und dann ist da ein Weg, hinter dem ist ein 50-Euro-Schein förmlich. Ja. Und hinter dem einen Weg ist halt. Nicht dein Alter eigentlich das Stream. Ja. Die wissen das. Nee, ich schalte mein Handy auf laut und ich habe keinen Bock mehr auf weitere Benachrichtigungen von der Schule. Meine Eltern wissen, dass ich streame. Wird dann ganz schnell auffallen. Und ich muss euch nachher natürlich absprechen. Ich meine, fällt auf, ich rede hier gerade an meinem Laptop in der Küche und rede irgendetwas, ohne dass da irgendeine Person ist. Und dann muss ich natürlich auch erklären, was ich da gerade gemacht habe. Nur habe ich mit ihm bereits Fragen meiner Eltern nach, nur, ach, du mit ihm selber geredet, hast mit ihm telefoniert oder was, nur, ne? Und er wird halt eh für mich auffallen, dass ich streame, gerade weil das halt nun einmal auch. Naja, und Internetgeschwindigkeit mich halt irgendwie in Teilen ein bisschen aufgreift. Ja, schöne Höhle. Gefällt mir. Eigentlich nur nach Lava. Oder nach einem Wohnportal. Portal. Ich will nur Obsidian. Ja, der Abgrund sind halt als der Abgrund. Der 5-Euro-Schein ist halt schon ja gutes Ereignis. Und der 50-Euro-Schein ist das bestmögliche Resultat. Und nichts ist halt einfach für mich das neutrale Ende. Ja. Danach kommt man wieder auf etwas. Bei jeder Entscheidung, die man trifft, bei jeder Sache, die man macht im Leben. Nur halt nicht immer ganz klar, welcher Weg, auf welchem Weg man sich gerade befindet. Ich habe gerade geschrieben, ja, meine Mutter erlaubt mir halt viel im Internet. Ich sage bloß immer, dass jeder sehen kann, was ich mache, wo sie ja auch nicht ganz falsch liegt. Hier liegt er komplett richtig. Und das sage ich eigentlich in jedem Stream. Das sieht hier gerade jeder. Und theoretisch könnte,
Und ich meine, okay, das endet dann auch auf YouTube, aber auch ansonsten könnte das jeder archivieren, weil auch wenn ich das noch von Twitch schnell runternehme am Ende, weil Twitch speichert das ja auch eine Zeit lang, Clips können gemacht werden, die können wiederum runtergeladen werden und ja. Muss halt aufpassen, was man macht. Da ist noch eins. Der Graf hat eine schöne Farbe und auch die Blätter, finde ich. Und schön hier. Aber was möchte ich ansonsten im Leben so erreichen? Ja, man kann die Zukunft nicht vorhersagen. Kann immer irgendein Mist dazwischen kommen oder es kann sich alles ändern, wenn auch nicht zum Schlechten. Oder es kann halt einfach komplett anders laufen. Kann nicht weil wir besser oder schlechter laufen, halt einfach anders. Ja. Also ich würde halt schon gerne mal gerne mal eine richtige Beziehung haben. So, das ist schon ja Lebensziel. Ich mache mir da keine Hoffnung. Ja, hier schön, habe ich richtig erkannt. Ich mache mir da wirklich keine Hoffnung. Aber schön wäre. Ich meine, was sagen meine sagen Leute aus meiner Klasse immer gerne, wie Jan immer sagt, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt. Ja, das ist halt nur mein Denken. So, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber am Ende stirbt sie halt dennoch und es klappt halt einfach nicht. Ja. Ja, das denken auch nur Leute, die mich ganz knapp auf dem Internet kennen. In echt bin ich für Leute halt einfach nur eine Suchmaschine auf zwei Beinen. Und nichts Wichtiges und ja, riecht halt, ne? Aber wo schätze ich das Ganze ein? Ist meine Einschätzung von der Welt. Und ich meine, komm jetzt nicht mit förmlich, du hast ja förmlich unendlich Auswahl an Leuten. So. Komm jetzt nicht damit. Weil schön, weil nämlich weder Frauen noch Männer wollen, so, dann habe ich halt immer noch Pech gehabt. Nur habe ich Pech gehabt. Nee, ich glaube da halt, ich glaub nicht dran. Das ist auch in der Zukunft dann schwierig. Aber naja. Das Ding, solche Kommentare finde ich immer sehr blöd. So, du bist Bi oder Pan. So, du hast ja im Prinzip die unendliche Auswahl. Ja, schön. Danke. Ja. So. Theoretisch. Aber wenn mich halt dennoch niemand will, so, dann macht das keinen Unterschied. So ein dummer Kommentar, den Leute aber halt immer wieder abgeben. Ja, explodier Creeper. Komm. Mach Boom. Oder stirb einfach. Ja, mach Boom. Da hinten krieg ich auf der Minimap was Interessantes. Was auch die anderen geht. Ja. Hier ist eine Schlucht, die markiere ich mir auch mal. Hier ist die Party. Leute, Abstand. Ihr Creeper da hinten, Abstand halten. Hallo. Seid gute Vorbilder. Ihr seid gerade in einem Stream, Mann. Gerade live. Kein. Nein. Also ich bin nicht wirklich.
Schindluck hat noch. Dafür blockiere ich jetzt mal lieber. An der Stelle. Schindluck hat geschrieben: Naja, du kannst. Der hat dann auch was geschrieben. Schindluck hat geschrieben: Naja, also du kannst ja auch jemanden über das Internet finden und da hat er höchstlich sicher Anstalt. Meine Eltern haben mich auch über das Internet gefunden und zwar sogar lange vor den richtigen Dating-Apps. Ja, ich meine, das Ding ist, wie das so. Ich meine, damit habe ich ja bisher eine Erfahrung gemacht, ne? Und ich glaube, es wird darauf hinauslaufen, dass ich mir irgendeine App runterlade und dann hoffentlich nicht gecatfished werde. Nicht allzu häufig. Komm, kriegt euch gegenseitig. Nein! Kleiner Hals ist jetzt reingekommen. Oh, das hat ihn getötet. Komm, ballert die anderen ab. Komm. Ich will doch nur den Creeper da anzünden, damit die anderen auch in die Luft fliegen. Ja, geil. Oh. Ey, an der Maus, ich habe hier gerade eine andere Maus, die ich sonst nutze. Die hat halt keinen Knopf an der Schneide, von daher kann ich nicht schnell wegschalten. Ivan hat geschrieben, ich habe einen Lavoo-Account, der fast gesperrt wurde. Okay? Na, ja, wie gesagt, ich finde am Ende, ich glaube am Ende wird es da genau hinauslaufen, aber ob das wirklich Erfolg hat oder nicht, ist die andere Geschichte. Ich meine. Wenn mich am Ende dennoch keiner will, ja, dann irgendwie halt so, ne? Ich wollte die Creeper eigentlich nur anzünden, aber das geht auch. Das wollte ich machen. Ich spreng mir den Weg hier einfach frei. Ja. Zum Beispiel, ich lebe von ganz Chat-Nachrichten in der Höhle, wegen Skeletten. Ich hatte da Big Yoshi als Profilbild. Wie kann man wohl jemanden sperren? Ja, wie kann man wohl jemanden sperren? Wie? Hat geschrieben, naja, die Scheiße ist halt gigantisch, schlag niemals Schnee. Ah, schlag niemals Schnee. Das Ding ist, ich denke halt nur mal so. Und dann so, ja, denk mal positiver, schlag niemals Schnee. So. Ja, schön, ich kann nicht anders denken. Ich kann wirklich nicht anders denken. Und vor allem, wenn ich es dann doch mal versuche und auch hinkriege, dann geht das komplett nach hinten los. Ich wollte nicht keine Hoffnungen machen. Finde ich. Naja. Stehen wieder schreien wir jetzt. Keine Ahnung. Ivan hat geschrieben, ich finde, dass man immer vom Schlimmsten ausgehen sollte, wenn man auf alles. Genau das, Ivan, genau. Genau. Gehe immer vom Schlimmstmöglichen aus. Das bereitet dich zusätzlich noch auf alle möglichen Sachen vor, die theoretisch eintreten können. Prometheus hat geschrieben, H. Einfach nur der Buchstabe H. Wow. Geistreiche Nachricht hier. Genau, jetzt geht mein Schwert kaputt, genau. Richtiger Goethe-Klinker, Kometro. H. Was möchte der Künstler damit sagen? Er hat einfach nur den Buchstaben H bei Jan in den Chat geschrieben. Nein! Ah, ich sterbe hier. Ja, ich sterbe hier. Ja, ich bin tot.
Ja, noch die Axt, ich dummer Idiot. Aber gegen Skelette habe ich keine Chance. Oder? Ja doch. Wenn die Blödsinn nicht gegenseitig. Abschießen. Ich will doch einfach nur meine Obsidian haben. Aber ich meine, Kometro, du hast ja schon Glück gehabt mit dem Dutz. Ja, was kann funktionieren. Warum so viele Partikel? Ah, nein! Ey, Skelette sind meine größten Feinde in diesem Spiel. Bruh, Minecraft kriegt einfach bitte. Das liegt nicht an Mod. Minecraft, bitte kriegt Flüssigkeitsgeschichten in den Griff. Ich hab diesen Bug so oft. Jetzt schon wieder. Ich hab diesen Bug nur. Ey, da war schon wieder ein Kamikaze. Ich sterbe hier eigentlich immer nur durch Kamikaze Creeper. Lass mich einfach ein Spiel, lass mich bitte einfach nur den Obsidian abbauen. Dann bin ich auch in der Höhle rauf. Mehr will ich nicht. Da ist ein Creeper. Ich werde immer, wenn ich in meiner Höhle bin, zu gierig. Ich erkunde weiter und sterbe dann. Okay, ich habe Keep Inventory an, das ist nicht so schlimm, aber ne. Da ich kein Schwert habe, gehe ich hier wieder raus. Ich habe mir das hier markiert. Mit einem Waypoint. Muss nicht nur in der Höhle irgendwie mehr durch der Schluchthöhle hier. Wieder fliehen. Ist doch schön, wenn ihr glücklich seid. Ich gönne euch das. Ne, wirklich, ich gönne euch das. Ich bin frei von richtig, aber ich gönne euch das dennoch. Ey! Manchmal explodieren die aber auch ganz schnell. Nicht der Ort, wo ich hier rein. Da oben ist ein Skelett. Nein, dann nehme ich doch den Ort, wo ich hier reingekommen bin. Das ist Ausgang. Und rennen. Ich habe alles gesehen, was ich brauchte. Jetzt kann ich fliehen. Mann, manchmal reagiert ich drücke halt zweimal schnell auf W und zum Sprinten. Ja, ich kann auch eine andere Taste gedrückt halten dafür. Aber ich bevorzuge das nur, weil ich dann keine komische Akrobatik mit meiner Hand machen muss. Und die Laptop-Tastatur reagiert manchmal ein bisschen störrisch. Auf schnell auf den Taste zippen. Ich lege gleich die Chat-Nachrichten durch. Ja, ey, komm.
Sprinte. Sprinte. Ich möchte Chatnachrichten lesen. Spiel. Was ist das? Was ist das? Wow! Guck mal, das geht auch wie nicht richtig generiert. Es wäre hier ewig so eine, ja, Struktur, die ist aber nur halt generiert und dann steht einfach die Wand. Ich glaube, das ist nur ganz so. Weil guck mal, da geht die auch noch weiter, aber dann steht die. Das ist ein Chunk Error hier, der ist mehr seltsam. Wow. Da ist nochmal Eisen, aber da sind Skelette und da ist ein Creeper. Äxte machen ja eigentlich mehr Schaden, aber Äxte nutzen mich dann auch schneller ab. Das Ding. Ich möchte jetzt nicht meine Axt komplett verschwenden. Ja, ich lasse das Eisen sein. Manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen. Und ich meine, das läuft einem ja auch nicht weg an der Stelle. Und ich habe mir vorgenommen, von diesem Stream eine Art, ja, Best-of zum Schneiden von Zusammenschnitt. Aber Best-of nicht im Sinne von hier dummer Bock, blind und Co., sondern halt im Sinne von einfach ein Zusammenschnitt, ein Stream-Highlight. Zusammenschnitt, einfach ein Zusammenschnitt. Naja. So. Jetzt kann ich. Endchat gucken. Ja, okay. Naja, bei mir läuft es immer so ab, weil ich, ne, ich wollte wieder was trinken, bevor ich rede. Aber wie gesagt, die Highlight-Geschichte, da geht nicht nur ein YouTube-Kacke-ähnliches Ding, ne? Wird halt einfach, werden halt einfach nur Aufschnitte, wo ich halt irgendwelche Sachen mit meiner Trinkpause, ne? Oder unwichtige, oder Überlegpausen, oder so halt weglassen, ne? Damit man sich halt auch mal eine angenehme Zusammenfassung angucken kann. Und nicht den gesamten Stream nochmal auf YouTube dann, neu angucken muss. Aber noch schön, eine Sache ist schön. Ein, Stream, also, ja, auf YouTube dann noch hochgeladener Stream, der, wurde ja unrechtmäßig geclaimed, ja. Aber alle anderen, alle weiteren, wo ich die gleiche Musik benutze, die ich auch benutzen darf, die werden in Ruhe gelassen. Was Schönes. Ja, ich meine, okay, jetzt kann ich das Thema Beziehungen anschneiden, dafür, da habe ich ja so viel zu erzählen. Oh Mann. Ironie. Wo baue ich das Portal hin? Thank you.
Ja, schon. Läuft bei mir immer gleich ab, ja? Ich gehe irgendeine Person oder unterhalte mich mit irgendeiner Person irgendwie, ne? Ich entwickle einen Crush auf diese Person. Das quält mich bis ins Unendliche. Dann sage ich irgendwann, Mann, das ist nicht gut für dich. Vergesst diese Person einfach. Und ich kriege das dann auch meistens hin. Irgendwann. Das geht nicht ganz so schnell, aber naja. Weil es ist halt immer noch besser, als irgendwas Unerreichbarem hinterher zu rennen. Ja? Und dann kommt halt noch dazu, ich traue mich nicht, das irgendwem dieser Person dann zu sagen, im Moment tue ich das ja auch nicht, ne? Im Moment ist wieder diese Phase. Ja. Das ist halt immer so. Da habe ich nämlich einmal, ne, Silvester, ihr wisst. Da habe ich mal, dann doch mal gemacht. Okay, wenn ich das dann geschrieben habe, war ich nicht nüchtern. Aber dennoch habe ich das im nüchternen Zustand, überlegt. Nur, ne? Ich hab das dann nur um 0 Uhr, hab ich dann um 0 Uhr, war pünktlich, glaube ich. Ja, gesagt. Nee, ich hatte einen geplanten Tweet. Stimmt, ich musste das nicht selber machen, sondern ich hatte einen geplanten Tweet. Weil die Person, ihr wisst ja noch, ja, gleich eine Person durch Twitter kennengelernt habe. Und wie konnte es anders kommen? Wurde natürlich nicht. Wirklich. Also ich habe mit dieser Person dann ja eine Weile geschrieben und alles. Nur, und das hat mir die Person auch in geilster Weise, die kann sich im Internet nicht so gut ausdrücken, was manches angeht. Und das hat dann letztendlich dazu geführt, dass, ja. Dass ich wohl. Ich gebe da niemandem eine Schuld. Nur nochmal so. Ich gebe da niemandem eine Schuld. War halt einfach. Ist halt einfach dumm gelaufen, fertig. Ich bin da nicht trauer oder ähnliches. Natürlich nicht. Warum sollte man trauer sein? Ja. Zeigt nur einfach wieder, dass, da wohl nie was, wirklich kommen kann. Ja. Ich kann meinen Kopfbaum mal laden. Ich gehe jetzt nochmal durchs Portal. Das wäre jetzt so eine schöne Sache, man könnte den Stream hier beenden und sagen, und was auf der anderen Seite von diesem Portal ist, hoffentlich kein Vollstand Valley. Ja? Erfahren wir ihn dann im nächsten Stream. Könnte ich jetzt sagen. Mache ich aber nicht. Und ja. Das Internet ist für uns alle Neuland. Nein. Nein. Ich ging schon auf der Karte. Das ist kein dummes Biom. Und hier kommt eine Änderung im Spiel. Nämlich habe ich eine Mod, die das Ganze hier verändert. Sieht das nicht schön aus? Ich finde schon. Das Internet bietet halt für Leute wie mich, muss ich auch erstmal sagen, für Leute wie mich, neue Optionen an. So. Durch das Internet kann man sich ja mit ganz vielen, das sind unendlich Leute, so dumm, unendlich, ich bin es gewohnt, muss man sagen, ne? Aber man hat förmlich unendliche Möglichkeiten, sich mit anderen zu vernetzen, in irgendeiner Form. Und mit den Leuten dann auch zu kommunizieren.
grundsätzlich zwischenmenschliche Interaktion. Ne? Das ist ja auch, danke, auch eine schöne Sache. Das Problem ist auch da, ja, traue ich mich, die werden halt auch nicht, wie im Moment. Ja, meine wissen vermutlich werden es, ne, aber, ja, die Person halt nicht. Naja, aber an der Stelle würde ich mal sagen, der Stream geht jetzt schon eine Weile lang. Und ich habe jetzt keine weiteren Themen. Aber wenn ihr euch denkt, Mann, da kann man doch mal drüber reden. Joint meinem Discord-Server. Link dazu ist hier auf Twitch. Auf meinem Profil hier. Oder schreibt Aufrufezeichen und Discord in den Chat. Kriegt ihr auch den Link. Joint dem. Dann könnt ihr da Themenvorschläge posten. Oder sogar, wenn ich das dann sage, mal vielleicht mit mir im Stream über irgendetwas reden, wenn ihr Zeit habt, ne? Also. Bis zum nächsten Mal. Habt noch ein schönes Restwochenende und einen schönen Restsonntag. Wir gehen uns dann hoffentlich nächste Woche, wenn die Schule da keinen Strich durch die Rechnung macht. Wobei teilweise nicht nur die Schule, sondern halt einfach meine miese Zeitplanung. Ja. Passt auf, was ihr irgendwo macht. Es gibt mehrere Ausgangsmöglichkeiten, diese netten Wege, von denen ich gesprochen habe. Und passt auf, dass ihr nicht in eine Schlucht fällt. Ne? Weil das ist ein schlechter Ende. Macht's gut.